Perspektive Nikola Tesla. Alles ist Licht. Lost Interview 1899 Deutsch. Das Wissen, wie man mentale und vitale Energie in das verwandelt, was wir wollen und wie man die Kontrolle über alle Gefühle erlangt, nennen die Hindus Kundalini-Yoga. Es steht in engstem Zusammenhang mit der sexuellen Energie, die eine der mächtigsten Kräfte im Universum ist. Ja. Jedes Mal, wenn einer meiner nahen und geliebten Menschen verletzt wurde, spürte ich physischen Schmerz. Das liegt daran, dass unsere Körper aus ähnlichem Material bestehen und unsere Seelen durch unzerbrechliche Fäden verbunden sind. So. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Von 9 Minuten wechselt die Perspektive. Perspektive Nikola Tesla. Alles ist Licht. Lost Interview 1899 Deutsch. Kernaussagen, Zitate. Wichtig. Wir gehen in die Nikola Tesla Recherche rein. Und zwar gehen wir in ein Video von 9 Minuten rein. Ich mag den Kanal. Supportet den Bruder auf jeden Fall. Das Originalvideo ist unten verlinkt, wie immer. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los. Ich hoffe, ihr seid ready. Let's go. Und los. Alles ist Elektrizität. Auch wir. Zuerst war das Licht, eine endlose Quelle, aus der die Materie stammt und die sich in alle Formen verteilt, die das Universum und die Erde mit allen Aspekten des Lebens darstellen. Das Schwarze ist das wahre Gesicht des Lichts, nur wir sehen es nicht. Es ist von bemerkenswerter Anmut für den Menschen und andere Lebewesen. Jedes seiner Partikel enthält Licht, Wärme, Kernkraft, Strahlung, chemische, mechanische und noch nicht identifizierte Energien. Es hat die Kraft, die Erde mit ihrer Umlaufbahn zu erschaffen. Es gibt genug Elektrizität, um eine zweite Sonne zu erschaffen. Licht würde um den Äquator erscheinen wie ein Ring um den Saturn. Doch ist die Menschheit noch nicht bereit für dieses Geheimnis. Wir könnten auch andere Energien nutzen, wie die positive mentale Energie, die sich in der Musik von Bach oder Mozart findet oder in den Versen großer Dichter. Die Energie, die bei jedem Menschen unterschiedlich ist, macht das menschliche Ich oder die Seele aus. Crazy, der Typ war so heftig. In der Erde gibt es Energien der Freude, des Friedens und der Liebe, die sich zum Beispiel in einer Blume... Wenn du in Harmonie mit der Natur lebst, wirst du niemals arm sein. Wenn du gegen sie lebst, wirst du niemals reich sein. Boom. Nikola Tesla. Ausdrücken, die aus dem Boden wächst oder in der Nahrung, die aus ihm kommt. All das, was die Erde zur Heimat des Menschen macht. Die Schönheit und der Duft der Rosen können als Medizin genutzt werden und die Sonnenstrahlen als Nahrung. Das Leben hat eine unendliche Anzahl von Formen und die Aufgabe der Wissenschaftler ist es, sie in allen Formen der Materie zu finden. Ich habe einen Stern entdeckt, der nach astronomischen und mathematischen Gesetzen verschwinden könnte, ohne dass sich etwas ändert. Dieser Stern ist in dieser Galaxie. Sein Licht könnte mit einer solchen Dichte ausgestrahlt werden, dass... Warte, ich muss die Zitate zwischendurch vorlesen. Der Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht physische Phänomene zu studieren, wird mehr Fortschritt in einem Jahrzehnt machen als in all den vorherigen Jahrhunderten ihrer Existenz. Boom. Das hat der Nikola ja selbst auch gemacht, so weißt du. Und dann hast du ja gemerkt auch, wie lange der einen Impact hatte. Und zwar, ey, eigentlich fast alle Technologien, die wir heutzutage benutzen, da hat der irgendwas damals schon mit zu tun gehabt. Das ist crazy, weil er auch jemand war, der diese spirituelle Ebene in die Wissenschaft halt mit einbezogen hat. Der Typ war crazy. Dieser Stern ist in dieser Galaxie. Sein Licht könnte mit einer solchen Dichte ausgestrahlt werden, dass es in eine Kugel passt, die kleiner ist als ein Apfel und gleichzeitig schwerer als unser Sonnensystem. Es gibt crazy. Kleiner als ein Apfel, aber gleichzeitig schwerer als unser Sonnensystem. Energiequellen, was als leerer Raum angesehen wird, ist eine Manifestation von Materie, die noch nicht erwacht ist. Es gibt keinen leeren Raum auf diesem Planeten und auch nicht im Universum. Schwarze Löcher, von denen die Astronomen sprechen, sind die mächtigsten Energie- und Lebensquellen. Es gibt 4 Gesetze der Schöpfung. Das erste ist, dass der Verstand die Quelle des gesamten verwirrenden und dunklen Geflechts nicht begreifen oder mathematisch messen kann. In diesem Geflecht passt das ganze Universum. Das zweite Gesetz liegt in der ausdehnenden Dunkelheit, die die wahre Natur des Lichts ist, des Unerklärlichen und sich in Licht verwandelt. Das dritte Gesetz ist die Notwendigkeit, dass das Licht zu Materie wird.
Das vierte Gesetz lautet, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die drei vorhergehenden Gesetze gelten immer und die Schöpfung ist ewig. Der Raum ist nicht gekrümmt, sondern der menschliche Geist, der Unendlichkeit und Ewigkeit nicht begreifen kann. Lichtpartikel sind wie geschriebene Noten, Blitze können eine ganze Sonate sein. 1000 Blitzkugeln sind ein Konzert. Zahlen und Gleichungen sind Zeichen, die die Musik der Sphären markieren. Diese Klänge sind Botschaften an dem Verstand darüber, dass das Leben einen Sinn hat, dass das Universum in vollkommener Harmonie existiert und seine Schönheit Ursache und Wirkung der Schöpfung ist. Diese Musik ist der ewige Kreislauf der Sternenhimmel. Der kleinste Stern hat die Komposition vollendet und ist ebenfalls Teil der himmlischen Symphonie. Die Herzschläge des Menschen sind Teil der Symphonie der Erde. Einmal erzeugt, bleibt der Klang für immer bestehen. Denn ein Mensch kann verschwinden, aber er existiert weiterhin in der Stille, die größte Kraft des Menschen ist. Klang existiert nicht nur in Donner und Blitz. Sei allein, das ist das Geheimnis der Erfindung. Sei allein, das ist, wenn Ideen geboren werden. Fällt vielen Menschen schwer heutzutage, ne? Zeit mit sich selbst zu verbringen, alleine zu sein. Viele tendieren dann oder denken, dass sie dann durchdrehen würden. Die meisten würden noch wahrscheinlich erstmal durchdrehen. Weil wenn du dein Leben lang die ganze Zeit dich abgelenkt hast und nie richtig alleine warst, dann wirst du dich dann das erste Mal mit dir selbst konfrontieren und dann wird sich da wahrscheinlich auch einiges angestaut haben. Aber ich kann nur jedem empfehlen, das irgendwann mal zu tun. Sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu gucken, was in einem abgeht. Aufzuräumen und zu schauen, wer du eigentlich wirklich bist. Sondern auch in der Transformation von Helligkeit und Farbe. Eine Farbe kann gehört werden. Die Sprache besteht aus Wörtern, was bedeutet, dass es Klänge und Farben sind. Jeder Donner und Blitz ist einzigartig. Einige nenne ich nach denen, die mir im Leben nahe waren oder nach denen, die ich bewundere. Es gibt Blitze und Donner und sie sind heller und mächtiger. Sie kehren zurück und ich erkenne sie unter Tausenden. Alles, was wir einmal gesehen, gehört, gelesen und gelernt haben, begleitet uns in Form von Lichtpartikeln. So sind Krankheiten oft das Ergebnis von Überanstrengung oder Erschöpfung der Lebenskraft. Aber ebenso oft sind sie eine Reinigung von Geist und Körper von angesammelten Giften. Es ist notwendig, dass ein Mensch von Zeit zu Zeit leidet. Die Ursache der meisten Krankheiten liegt im Geist. Deshalb kann der Geist auch fast alle Krankheiten heilen. Powerful. Das Wissen, wie man mentale und vitale Energie in das verwandelt, was wir wollen und wie man die Kontrolle über alle Gefühle erlangt, nennen die Hindus Kundalini-Yoga. Es kann erlernt werden, was viele Jahre dauert, oder es kann von Geburt an vorhanden sein. Es steht in engstem Zusammenhang mit der sexuellen Energie, die einer der mächtigsten Kräfte im Universum ist. Ja. Ja. Deswegen wird damit auch so viel gespielt in Werbung, Film, Fernsehen, Musik und so, weil es halt eine der mächtigsten Kräfte im Universum ist und weil die da oben auch verstanden haben, dass wenn sie uns mit dieser Energie ablenken, dass wir nicht unsere eigene Macht und Power realisieren und diese Energie nicht nutzen, um andere Dinge zu tun. Crazy. Das Universum ist lebendig in all seinen Erscheinungsformen, wie ein denkendes Wesen. Ein Stern, der leuchtet, will gesehen werden. Und wenn wir nicht so selbstbezogen wären, würden wir seine Sprache und seine Botschaft verstehen. Der Atem, die Augen und die Ohren des Menschen müssen den Atem, die Augen und die Ohren des Universums erfassen. Das bedeutet, dass es ein allgemeines Wissen gibt und dass es die Wahrheit ist, die der Mensch schon immer besessen hat. In meinem Gefühl und meiner Erfahrung hat das Universum eine einzige Substanz und eine höchste Energie mit einer unendlichen Zahl von Lebensmanifestationen. Das Beste daran ist, dass die Entdeckung eines Geheimnisses der Natur das andere enthüllt. Sie können nicht verborgen bleiben, sie sind um uns herum, aber wir sind blind und taub für sie. Wenn wir uns emotional an sie binden, kommen sie zu uns. Es gibt viele Äpfel, aber nur einen Newton. Es brauchte nur einen Apfel, der vor ihm... Es gibt viele Äpfel, aber nur einen Newton. Das Leben ist ein Rhythmus, den man verstehen muss. Alles, was lebt, steht in einer tiefen und wunderbaren Beziehung. Der Mensch und die Sterne, die Amöben und die Sonne, das Herz und der Kreislauf einer unendlichen Anzahl von Welten.
Diese Verbindungen sind unzerstörbar, aber sie können gezähmt, begünstigt und genutzt werden, um neue und andere Beziehungen in der Welt zu schaffen, ohne die alten zu verletzen. Wissen kommt aus dem Raum und unsere Vision ist das perfekte Set. Wir haben zwei Augen, das irdische und das geistige. Es wird empfohlen, dass sie zu einem Auge werden. Krass. Ereignis. Man kann gar nichts hinzufügen, ne? Das ist so einfach Statement. Statement after Statement. Meines Lebens und meiner Erfindung erscheinen vor meinen Augen so real wie jedes andere Geschehen oder Objekt. Ich nahm die Korrektur meiner Erfindung meist durch Visualisierung vor und beendete sie auf diese Weise. Eines Sommernachmittags in Budapest sah ich mit meinem Freund den Sonnenuntergang. Tausende von Feuern umkreisten tausende von flammenden Farben. Ich erinnerte mich an Goethes Faust, rezitierte seine Verse und dann, wie durch einen Nebel, sah ich das Magnetfeld und den Induktionsmotor rotieren. Ich sah sie in der Sonne. William Blake lehrte, dass das Universum aus der Vorstellungskraft geboren wurde, die fortbesteht und existiert, solange es noch einen letzten Menschen auf der Erde gibt. Es ist die schöpferische Energie, die mit der Energie des Lichts identisch ist. Alles ist Licht. In einem seiner Strahlen liegt das Schicksal der Nation. Jede Nation hat ihren eigenen Strahl in dieser großen Lichtquelle, die wir als Sonne sehen. Kein Mensch hat existiert, der nicht gestorben ist. Er wurde Licht und existiert als solches weiter. Das Geheimnis liegt darin, dass die Lichtteilchen ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Ich würde es eher als Rückkehr zu einer früheren Energie bezeichnen. Die Zeit kann nicht abgeschafft werden, denn die erste Eigenschaft der Energie ist, dass sie sich wandelt. Sie ist in ständiger Verwandlung. Es ist jedoch möglich, davon zu profitieren, dass der Mensch nach dem irdischen Leben das Bewusstsein behält. In jeder Ecke des Universums gibt es die Energie des Lebens. Eine davon ist die Unsterblichkeit, deren Ursprung außerhalb des Menschen liegt und auf ihn wartet. Es ist paradox, dass der Wohlstand der Welt auf Gewalt und Elend beruht. Der kosmische Schmerz ist eine Krankheit, deren Existenz die meisten Menschen nicht erkennen. Und sie ruft viele andere Krankheiten, Leiden, Elend, Böses, Kriege und all die anderen Dinge hervor, die das menschliche Leben zu einer absurden und schrecklichen Bedingung machen. Diese Krankheit kann nicht vollständig geheilt werden, aber das Bewusstsein macht sie weniger kompliziert und gefährlich. Jedes Mal, wenn einer meiner nahen und geliebten Menschen verletzt wurde, spürte ich physischen Schmerz. Das liegt daran, dass unsere Körper aus ähnlichem Material bestehen und unsere Seelen durch unzerbrechliche Fäden verbunden sind. So, genau so, genau so. Und jeder Mensch, der ein gewisses Bewusstsein erlangt hat, der merkt es auch, dass wir alle miteinander verbunden sind durch unsichtbare Fäden. Das ist crazy gesagt. Es gibt eine Serie, die das gut zeigt. Ich habe das schon mal erwähnt. Bei dieser Serie habe ich bei jeder Folge geweint. Und zwar heißt die Serie Touch. Das ist so krass. Die wurde halt leider nicht weitergeführt. Aber die Serie ist so heftig. Der kleine Junge, der wirkt auch wie so ein Tesla. Und die denken alle, dass er besessen ist. Und der sieht halt Zahlen und der sieht Verbindungen, so, weißt du? Und er ist dafür verantwortlich auf der Erde. Sein Vater hilft ihm dann dabei, gewisse Sachen zu machen. Manchmal ist es einfach nur, dass der eine Mensch den anderen anrempelt oder der klaut das Handy von einem und tut es bei einem anderen hin und dann auf der anderen Seite der Erde, dadurch hat das irgendwelche anderen Auswirkungen und in dieser Serie siehst du, was jedes Handeln für einen Effekt auf die ganze Erde hat im Endeffekt, so weißt du? Ganz krass. Wirklich ganz krasse Serie. Die unverständliche Traurigkeit, die uns manchmal überwältigt, bedeutet, dass irgendwo auf der anderen Seite des Planeten ein Kind oder ein großzügiger Mensch gestorben ist. Das ganze Universum ist in bestimmten Phasen müde von sich selbst und von uns. Das Verschwinden eines Sterns und das Auftauchen von Kometen beeinflussen uns mehr, als wir uns vorstellen können. Die Verbindung zwischen den Lebewesen der Erde sind noch stärker. Wegen unserer Gefühle und Gedanken wird eine Blume noch schöner duften oder in Stille verfallen. Wegen unserer Gefühle und unserer Gedanken wird eine Blume noch stärker duften oder verfallen. Mach dir das mal bewusst, yo. Und es stimmt. Ich hab's gemerkt. Ich habe nie eine Beziehung zu meinen Blumen aufgebaut früher und die sind immer verwelkt.
die in Mexiko sind nicht einmal kaputt gegangen. Im Gegenteil, die sind gesprießt, weil ich die geküsst habe, umarmt. Hab die behandelt, hab denen Liebe geschickt und so, weißt du? Wild. Wir müssen diese Wahrheiten lernen, um geheilt zu werden. Love is all you need. Geiles Video, ne? Macht einen happy irgendwie. Stark, 9 Minuten. Starkes Ding. Starkes Ding. Yes. Das war's schon gewesen. Ich guck mal. Er hat noch nie ein Wort gesprochen. Aber er sieht alles. Alles. Ihr Sohn sieht wirklich alles. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Erkennst du das Ziel? Das geht so rein, ja, das geht so rein. Ich gucke auch, Bruder, ich bin dabei. Ja, Suki, ich bin dabei. Ich denke, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Bro, ich sehe mich da einfach, Bruder, das... Bro. Ich weiß gar nicht, ich finde gar keine Worte dafür. 7 Milliarden, 80 Millionen, 360.000 leben auf diesem winzigen Planeten. Aber nur einige unter uns können sehen, wie die Teile zusammenpassen. Das Ding ist auch, die haben die Serie nicht weitergemacht und ich kann mir schon denken, warum. So. Freunde, auf jeden Fall war das erstmal jetzt gewesen hier mit dem Nikola Tesla Video. Ich küsse eure Zirbeldrüse, schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich lasse das mit der Serie auch drin, weil ich möchte, dass mehr Leute sich die Serie reinziehen. Das ist echt, also lohnenswert. Guckt euch auf jeden Fall diese Serie an. Die Serie hat mies geprägt. Ja, gebt euch das. Es ist lohnenswert, auch wenn ihr dafür bezahlen müsst, wenn ihr das kaufen müsst oder so, gebt euch das. Wer die Serie nicht gesehen hat und wer generell so fasziniert ist von Spiritualität, von Menschen, von Zusammenhängen, von Zahlen und so, müsst ihr euch das auf jeden Fall angucken. Wirklich jetzt, prägt hart. Prägt hart. Das ist die heftigste Serie und ich habe viel geguckt, aber das ist das Heftigste, was ich mir jemals reingezogen habe. Wirklich jetzt. Und ich habe auch keinen Spaß gemacht. Ich habe immer geweint, Bro. Ich bin halt sowieso generell einer, der, ich würde jetzt nicht sagen, nah am Wasser gebaut ist, aber wenn irgendwas mich berührt und das hat meistens immer mit Menschen zu tun, weißt du, wenn ein Mensch einem anderen hilft oder so, dann bin ich am Start, Bro. Weißt du, und bei der Serie, das ist so heftig. Das ist so heftig. Gebt euch das. Touch. Touch it in, man, Alter. Gib mir die touchy Vibes, Bro. Touchy!